Weiß und Blau, der offizielle Löwen-Podcast mit Sebastian Schech. Ja, Weiß und Blau, der offizielle Löwen-Podcast. Herzlich willkommen zur dritten Folge, präsentiert von unserem Hauptsponsor, die Bayerische. Alle, die natürlich im Löwenkosmos schon lange dabei sind, kennen dieses sehr beliebte Format. Wir haben es neu aufgelegt. Wir wurden ganz oft gefragt, nachdem Jan Mauersberger das Ganze ins Leben gerufen hat, warum es nicht weitergeht. Jetzt geht's endlich weiter. Und es ist, wie gesagt, die dritte Folge. Freuen wir uns sehr, dass ihr alle dabei seid, alle Zuhörer, alle Zuschauer. Und heute mit einem ganz besonderen Gast. Wir haben schon schwer vorgelegt mit Maurizio Jacobacci und unserer Moderatorin Claudia Pichler. Zweite Folge dann Marco Hiller. Heute darf ich, Sebastian Schech, Stadionsprecher von den Münchner Löwen, unseren Geschäftsführer begrüßen, Marc-Nikolai Pfeiffer. Sehr schön, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo. Ja, servus Schechi. Danke auch, dass ihr so beharrlich geblieben seid, du, Rainer und Alina. Und bin sehr gerne hier, freue mich auch dabei zu sein. Ich habe es ja gerade schon gesagt, ein Format, das damals von unserem Mitarbeiter Jan Mauersberger ins Leben gerufen wurde und großen Anklang in der Löwenwelt fand. Ich war selber mal zu Gast bei Jan, das war wirklich sehr, sehr nett. Ist dann natürlich ein bisschen eingeschlafen, sagen wir mal, und jetzt wieder neu aufgelegt mit neuem Schwung. Wir wollen aber schon ein paar Sachen auch beibehalten, die einfach gut funktioniert haben und deswegen einfach auch immer den Menschen ein bisschen in den Vordergrund stellen. Ich glaube, wir haben hier viel genug Pressekonferenzen und so weiter, wo es dann viel um sportliche Sachen geht. Heute wollen wir natürlich in unserem Löwen-Podcast auch mal ein bisschen hinter die Fassade schauen, Menschen kennenlernen. Und deswegen freue ich mich natürlich, dass du dich den Fragen stellst. Da würde ich die erste gleich mal rüberschießen zu dir. Was für ein Mensch ist Marc-Nikolai Pfeiffer? Wir kennen dich alle hier als Geschäftsführer, aber du hast ja auch sicher noch eine andere Seite. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz auf das Intro eingehend, weil du auch gesagt hast, dass es in dem Format jetzt nicht nur um Inhalte geht, sondern um den Menschen. Und das war auch das, was mich in der Hauptsächlichkeit überzeugt hat, denn ich bin jetzt insbesondere auch in der Zusammenarbeit hier mit den Löwen, glaube ich, mehr derjenige, der versucht, die Verantwortlichkeit zu übernehmen, weniger mit großen Worten, sondern dann auch irgendwo mit Taten zu versuchen, dann auch der Verantwortung gerecht zu werden und ja, dann die Dinge auch kommunikativ zu begleiten, wenn es was zu kommunizieren gilt, im Guten und im weniger Guten natürlich Verantwortung zu übernehmen. Und nichtsdestotrotz fand ich jetzt eure Einladung schön zu sagen, wir sprechen mal über 60, über die ganzen Themen, aber auch ein bisschen über das, was auf dem Weg dahin bislang passiert ist, über den Menschen und zu deiner Frage, ich würde mich halt als ehrgeizig, als siegeswillig bezeichnen. Ich komme aus einer schönen großen Familie, das bringe ich sicherlich auch mit ein. Auch da ist der Brückenschlag zu den Löwen, weil das ja auch ein wichtiger Wert ist, den wir bei den Löwen pflegen und hochhalten wollen. Bin beharrlich, gehe gewissen Routinen und Mustern auch nach, ohne die Kreativität außen vor zu lassen. Und das vielleicht in wenigen kurzen Worten zu meiner Person. Wir werden natürlich heute nochmal das ein oder andere Mal natürlich drüber sprechen, wie dann der Weg hier zu den Münchner Löwen für dich war, wollen aber ein bisschen früher beginnen. Du bist ja beschaulich in Ludwigsburg aufgewachsen und hast ja jetzt gerade auch schon die Familie mit ins Spiel gebracht. Eine Großfamilie oder warst du ein Einzelkind, wenn ich fragen darf? Ja, Ludwigsburg war der Geburtsort. Aufgewachsen bin ich dann ein Teil meiner ganz, ganz frühen Jugend in Tübingen. Haben die Eltern noch studiert bzw. dann promoviert, sind dann gependelt zwischen Stuttgart und Tübingen. Da haben dann auch die Großeltern ein bisschen ausgeholfen. Und meine Eltern haben dann auch ihre beruflichen Schritte in der Pharmazie, also als Apotheker, dann auch ähnlich wie das die Großeltern mütterlicherseits gemacht haben, dann auch fortgesetzt. Und ja, dann kam eigentlich im Dreijahresrhythmus, kam dann Bruder um Bruder. Wir sind insgesamt 5 Jungs, also Großfamilie. Ich bin der Älteste, erstgeboren. Und ich glaube auch, das prägt natürlich das Familiäre, das Innerfamiliäre, aber auch die Rolle in der Familie, als Ältester der Jungs dann vorneweg zu marschieren und für Rechte einzustehen, zu kämpfen und Verantwortung zu übernehmen. Und wir mit allen Jungs einen sehr, sehr guten, engen Austausch. Einer meiner Brüder ist auch mit hier in München, hat bis vor kurzem noch in Giesing gelebt. War auch eine ganz lustige Anekdote, vielleicht ergibt sich nachher noch mal ein kurzes Zeitfenster, um über die zu sprechen. Hat natürlich dann auch hier das Zurückkommen nach München einen Tick erleichtert. Beim Bruder dann im Gästezimmer wieder vereint zu sein und sich dann am Ende von einem langen Tag, er als Arzt, ich als Verantwortlicher bei den Löwen auszutauschen, jeder über seine Themen und
Nee, der Wert Familie ist bei uns groß. Wie gesagt, haben einen engen Austausch, versuchen dann auch so Themen wie Geburtstage oder andere Familienfeste immer zusammen zu feiern und da in der Einheit auch vereint zu sein und uns Kraft und Unterstützung zukommen zu lassen. Also weil du gesagt hast, Pharmazie oder beziehungsweise Apotheker, wurde die Generation dann noch fortgeführt? Also hat einer deiner Brüder das dann weitergemacht? Genau, also von den vier jüngeren Brüdern ist der nächste tatsächlich Pharmazeut. Die drei darauffolgenden sind Ärzte, zwei davon in der Dermatologie und der jüngste in der inneren Medizin. Und ja, Löwe oder schwarze Schaf, auf jeden Fall im Tierreich gut verortet, sage ich mit einem Augenzwinkern. Aber das war bei mir schon wirklich von Kindesbeinen ganz, ganz früh klar, dass ich im Fußball mich beweisen möchte. Und hab das dann ein Stück weit auch autark, ohne dann familiäre Vorprägungen oder dann irgendwie eine andere Geschichte, habe ich das dann klar unterstützt durch die Familie, aber dann auch auf eigenen Wegen, auf eigene Initiativen dann auch in die Wegbahn geleitet. Hast das Ganze ja dann auch bei deinem Studium dann schon fest ins Visier genommen. Wie war deine Studentenzeit? Wo hast du studiert? Ja, also die Frage ist natürlich, wenn du dann selber nicht Nationalspieler warst oder vielleicht irgendwo in einer familiären Fußstapfen treten kannst im Fußball, wie komme ich dann zu meinem großen Ziel? Und da war klar, dass es über eine ordentliche Ausbildung der Fall sein muss. Und zu dem Zeitpunkt hat sich dann im Bereich Baden-Württemberg, im Kultusministerium, das duale Studium auch für den Sport, für das Sportmanagement dann eben auch angebahnt und letztlich ergeben. Mir war klar, dass ich, wie gesagt, mit einer sehr guten Ausbildung, mit einem großen Netzwerk, mit viel Erfahrung dann mich in der Branche entwickeln muss. Und folglich hatte ich dann auch vom ersten Moment an mein ganzes Studium und in dem Fall das Dual darauf ausgelegt, eines Tages dann in Verantwortung bei einem Fußballverein gehen zu können. Aber um quasi auch ein bisschen Praxiswissen mitzunehmen, hast du selber gekickt in der Jugend oder dann später im Erwachsenenalter? Ja, ich glaube, das ist fast schon in der damaligen Zeit normal gewesen, dass man nach der Schule und den Hausaufgaben dann den Ranzen in die Ecke geschmissen und dann auf dem Bolzplatz war. Das schult ja nicht nur das Fußball, sondern auch ein Stück weit ist das Thema Team, Gemeinschaft, Umgang miteinander. Und möchte ich auch nicht missen, ich hatte da eine ganz, ganz tolle Zeit. Viel Spaß auf dem Fußballplatz und nichtsdestotrotz war mir dann abends, wenn ich zu Hause war, auch klar, ich will Bundesliga-Manager und ich Fußballprofi werden und bis heute kaum erklärlich dann für Umfeld, wieso das schon so früh in mir verankert war. Und dann irgendwie die Eltern mit den Farbliedern versuchen, ihren Kindern dann die ersten Berufswünsche zu vermitteln, war mir schon klar, ich werde Bundesliga-Manager. Und an dem Ziel habe ich dann halt versucht, vom ersten Tag an irgendwo zu arbeiten, meine Schule, mein Studium darauf auszulegen und auch meine im Rahmen des dualen Studiums entsprechenden Praxisphasen, die waren ja dann auch immer im Fußball oder in fußballnahen Unternehmen. Und wie gesagt, war und ist mein großer Wunsch, im Idealfall mit den Löwen da oben dann mal anzukommen. Ja, dein Weg hat dich ja dann letztendlich auch nach München schon geführt, an die TU hier. Gab es für dich dann schon Berührungspunkte auch mit dem TSV 1860, als du in jungen Jahren hier angekommen bist? Genau, also der Weg nach München war, dass ich für Nike, insbesondere als dann der Fußball stärker im Fokus stand, eine Zeit hier in München gearbeitet habe. Vor dem Hintergrund, dass ich mich dann einfach auch nochmal breiter und dann besser aufstellen wollte mit einem Zweitstudium bezogen auf Kommunikation und Führung, hatte ich mich dann für ein Programm an der TU München entschieden und habe insoweit hier die Menschen und das Umfeld nicht nur von 60, sondern insgesamt in München dann halt kennen und schätzen gelernt. Es gab dorthin gehend gewisse Berührungspunkte, weil es natürlich eine Vergangenheit auch von Nike mit 60 zusammen gab. Ein Kollegen, der dann noch stärker auf den Teamsportbereich fokussiert war, der die Löwen betreut hat. Und ich glaube, wer in München lebt, der kommt an 60 nicht vorbei. Ist natürlich präsent. Und klar, ich hatte jetzt auch vor meinem Einstieg bei 60 zwei bedeutende Spiele gesehen. Einmal eins mit weniger schönem Ausgang damals gegen Regensburg. Aber auch das Spiel gegen Saarbrücken, wo dann der Wiederaufstieg gegeben war. Und insoweit hatte ich da, wie gesagt, zwei sehr emotionale Spiele, die ich begleiten konnte. Damals noch aus einer Neutralität raus, aber aus einer Hochachtung für den Club.
und erinnere mich da, wie gesagt, auch sehr, sehr gerne zurück, als dann ja, Saarbrücken besiegt wurde und dann auch der Wiederaufstieg geschafft war. Auch beides live erlebt natürlich. Genau, wie du richtig sagst, eines weniger schön. War ein einschneidendes Erlebnis, das andere dafür umso schöner. Ich glaube, wer damals dabei war hier gegen Saarbrücken, der weiß, was hier möglich ist und ja, wie schön das auch ist, gemeinsam hier mit den Fans zu feiern. Das waren schon wirklich tolle Momente, die man hier erlebt hat. Dann ging es für dich ja weiter, wieder zurück zu den Stuttgarter, also wieder zurück nach Schwaben, sage ich jetzt mal, dann zu den Stuttgarter Kickers, da dann schon auch in sehr verantwortungsvoller Position. Da bist du dann deinem Traum schon ein Stück näher gekommen, oder? Es gab noch einen kurzen Zwischenschritt. Es gab einen anderen Sportartikelhersteller, die Firma Hummel aus Hamburg, dänisches Unternehmen mit Hauptsitz für Europa in Hamburg, die sich neben der Marktführerschaft Handball auch stärker in den Fußballbereich bewegen wollten. Die hat mich dann verpflichtet. Dort habe ich dann sowohl im Vertrieb als auch im Marketing, spezialisiert eben auf den Teamsportbereich, Verantwortung übernommen. Hatte da auch ein tolles Team, mit dem ich sehr vertrauensvoll und auch gerade im Vertrieb sehr erfolgreich zusammengearbeitet habe. Für mich war der Schritt auch ein Tick mit der Idee verbunden, noch näher dann an die Entscheider im Fußball ranzukommen, noch näher die Kontakte auch zu den Funktionären, zu den Spielern, zu den Trainern zu etablieren. Und das war dann offen gesprochen auch ein bisschen der Weg Richtung der Stuttgarter Kickers. Wir hatten zum einen über ein Ausrüstermandat uns mal unterhalten. Zum anderen hatte ich da eben auch einen engeren Kontakt zu dem Trainer und die Kombination aus beidem hat dann im Rahmen der Überlegungen bei den Stuttgarter Kickers Professionalisierung, Weiterentwicklung, auch da waren die Ziele ambitioniert, wollten sich da strukturell weiterentwickeln und hatten dann eben auch einen kaufmännischen Leiter gesucht. Und für mich hat es Sinn gemacht, dann eben auch in die Verantwortung beim Fußballverein zu gehen, Lokalkolorit, Heimat, mit verschiedenen Menschen, die man kennt, dann auch dort irgendwo was aufzugreifen, was zu entwickeln und dann idealtypisch zu Erfolgen zu kommen. Und tatsächlich war das ein spannender Schritt in die Verantwortung. Die hätte im ersten Schritt nicht größer oder das Wasser, wie man so schön sagt, hätte nicht kälter sein können. Denn zwischen meinem Ausstieg dann in der Sportartikelherstellerindustrie und meinem ersten Arbeitstag ist dann sportlich vieles nicht so gelaufen, wie sich die Kickers das dann eben auch hätten vorstellen wollen. Und mein erster Arbeitstag war dann unmittelbar nach dem Abstieg. Und da galt es dann, Sponsoren rückzugewinnen. Man hatte zu dem Zeitpunkt keine Spielerverträge, keine Spielerwerte. Man hatte auch schon ein bisschen auf die Zukunft gewettet, was die Finanzierung betrifft. Hatte dann auch die Klimmzüge, was die Finanzierung betrifft, im Team darzustellen. Und haben dann, wie gesagt, in einem kleinen, vertrauten Kreis um das Präsidium der Kickers mit langjährigen Mitarbeitern und dann meiner Wenigkeit versucht, dann irgendwie auch wieder das Schiff auf Kurs zu bringen. Wäre das eine Option gewesen damals, dass du sagst, oh Gott, ich kann sicher wieder zurück auch zu meinem alten Arbeitgeber oder vielleicht zu einem anderen, aber jetzt so mit einem Abstieg, das will ich mir jetzt eigentlich nicht antun? Oder hast du gesagt, nee, weil wenn ich mich da beweisen kann, dann nehme ich wirklich viel fürs Leben mit? Ja, also es war jetzt gar nicht mit Kalkül zu sagen, wenn ich da bestehe, dann, sondern es war ja, glaube ich, eingangs, dass das Thema Verantwortung, Verantwortungsbereitschaft ein großes Gut ist, dass ich auch irgendwie als Optimist immer das Glas eher halb voll sehe. Und dann gesagt habe, hey komm, jetzt gilt es die Sache irgendwo anzupacken, gemeinschaftlich und nicht groß nachzudenken. Natürlich denkst du viel nach, auch in der Phase, wo du dich auf so einen neuen Job vorbereiten kannst. Aber wenn es dann losgeht, dann geht's los, dann ist das Spiel angepfiffen und dann willst du das Ding bestmöglich erledigen und gewinnen. Und nee, deswegen, da gab es keine Gedanken, dann nochmal irgendwo mich der Verantwortung zu entziehen oder was anderes zu machen. So, ich habe mich auf die Aufgabe gefreut und so, auch wenn es keine einfache Situation war, eine tolle Chance, eine tolle Möglichkeit und insgesamt auch eine gute Zeit dort. Siehst du da Parallelen? Ich meine, Stuttgart, große Stadt mit einem sehr bekannten Automobilhersteller, Wirtschaftsstandort, mit einem bekannten Bundesligaverein und dem etwas kleineren Verein Stuttgarter Kickers. Siehst du da Parallelen hier zur Landeshauptstadt, wo natürlich auch ein sehr prominenter Fußballclub noch an der Nebenstraße ist, sage ich jetzt mal in der Seitenstraße? Also wenn man so will, gibt es bestimmte Muster, die du jetzt schon angesprochen hast, die einen glauben lassen, dass man da vielleicht aus den erlebten Situationen, aus dem Verein, der auch stark durch Fans und Mitglieder geprägt war,
auch aus der Rolle des Vereins in der Stadt seine Lehren gezogen hat und die dann auch vielleicht hier ein Stück weit mit einbringen kann. Und das würde ich definitiv so sehen. Also dass die intensive Phase dort, aber auch die Rolle dort, wie sich der Club darstellt, die Situation, die Gegebenheiten, auch größte Erfolge in der Vergangenheit, aus der sich dann halt auch Ambitionen für die Zukunft ableiten. Ich glaube, wie gesagt, es gibt schon Muster, die einen mit der Situation hier und dem Umgang ein bisschen leichter das Ganze darstellen lassen. Ja. Was mich persönlich interessiert und ich denke auch viele, die zuhören, wie kam dann der Schritt nach München? Wie darf man sich das vorstellen? Kommen da Headhunter, die sagen, Mensch, der hat bei den Kickers gute Arbeit gemacht, das wäre jemand für hier? Oder hat man da vielleicht irgendwelche Spieler oder Trainer, die einem da, sagen wir mal, ein bisschen den Weg auch ebnen? Wie war es in deinem Fall? Also jetzt im konkreten Fall, was 60 betrifft, war das tatsächlich so, dass das ein bisschen auch aus einem Schicksal geboren war. Auch das Geben und Nehmen, das, was du gibst, kommt ja immer wieder zurück. Und ich hatte halt mit jemandem hier aus dem 60-Umfeld immer einen Kontakt gehalten. Dem habe ich dann halt immer wieder bei verschiedenen Themenstellungen dann auch geholfen. Der hat im Gegenzug dann halt auch so die Entwicklung der Kickers dann eng beobachtet und verfolgt und hat dann halt irgendwann mal gesagt, hey, pass auf, bei uns tut sich da was und ich beobachte das, ihr macht deinem Team einen guten Job, du bist da in der Verantwortung und wäre das nichts, dass du hier auch bei uns mal in Verantwortung trittst. Und so hat er den Kontakt zum Robert Reisinger gemacht und auf die Initiative hin hat man sich dann ausgetauscht, hat sich dann im nächsten Gesprächskreis ausgetauscht und ja, waren sehr intensiver, ich sage jetzt mal auch in unserer Struktur natürlich dann umfänglicher Prozess, Bewerbungsprozess. Und um zum Ende des Prozesses zu kommen, war ja dann auf Gesellschafterebene das Votum auf beiden Seiten gegeben, was mir natürlich dann auch ein Stück weit den Start hier erleichtert hat und wofür ich dann auch im Nachgang sehr dankbar bin. Hast du dich da Hand aufs Herz im Vorfeld mal ein bisschen schlau gemacht? Da zapft man doch mal ein paar Quellen an und sagt, du, jetzt mal ganz ehrlich, soll ich das machen oder ist das zu heiß? Nein, also wenn ein Verein wie 60 München anfragt, dann willst du das unbedingt machen. Da hatte ich überhaupt gar keine innere Bremse. Und andersrum versuchst du dich dann auf die Verantwortung, die dir übergeben wird, bestmöglich vorzubereiten. Und natürlich habe ich da aus meinem Netzwerk aus dem direkten und etwas erweiterten Umfeld mir viele Informationen eingeholt, um mich für die Gespräche, aber auch für die Aufgabe bestmöglich vorzubereiten. Und klar bin ich auch den Personen dankbar, die mich da auch mit viel Offenheit, mit ihrer jeweiligen Unterstützung und Draufsicht auf die Angelegenheit da in die Situation gebracht haben, dass der Einstieg hier sicherlich ein Tick effizienter und besser dann gelungen ist. Jetzt haben wir den Einstieg ja schon ein paar Mal thematisiert oder wie es soweit kam. Ich kann mich noch daran erinnern, ich wusste natürlich, 60 München hat einen neuen Geschäftsführer, aber es war gar nicht so leicht, sich mal zu sehen. Ich war zwar bei den Geisterspielen auch im Stadion immer, aber es war ja tatsächlich schwer, da Kontakt zu halten oder Kontakt überhaupt zu finden. Jetzt für dich wahrscheinlich damals, wie war der Einstieg? Es war ja nicht so leicht, jetzt ständig bei Sponsoren Präsenz zu zeigen und so weiter. Also die Pandemie hat uns ja da schon auch ein bisschen ausgebremst und auch einfach Kontakte massiv eingeschränkt, reduziert oder gar nicht zugelassen. Das ist als Geschäftsführer doch ein ganz dickes Brett, das man da bohren muss. Ja, ich will es nicht so hochhängen oder die Pandemie da jetzt vorschieben. Im Gegenteil, also ich hatte hier einen tollen Einstieg. Die Gesellschafter haben mir den Einstieg sehr erleichtert, haben mich da in jedem Moment toll unterstützt. Auch unser Hauptsponsor, die Bayerische, hat zu dem damaligen Zeitpunkt ja sich auch entschieden, nochmals außerordentlich den Partnervertrag zu erweitern und zu unterstützen. Also der Vorgänger hat tolle Arbeit geleistet, hat ja auch schon zu dem Zeitpunkt ein Finanzpaket ausverhandelt, um die Gesamtfinanzierung sicherzustellen. Also es war eine sehr komfortable Situation. Durch die Kontaktrestriktionen war man dann vielleicht eher in die Organisation rein fokussiert, hat da vielleicht das eine oder andere dann ja mit mehr Fokus angehen können. Ich will sagen, es war im Ergebnis im Nachgang wahrscheinlich optimal, die Unterstützung des Vertrauens zu spüren, zunächst den Fokus dann aufs Innen zu richten. Und als wir dann auch ein bisschen an den Strukturen und Prozessen gemeinschaftlich hier auch gearbeitet und gefeilt hatten, ein paar Dinge adjustiert, waren dann die Restriktionen weg und man konnte sich dann auch wieder dem Umfeld stärker widmen, den Sponsoren, den Partnern, dem Umfeld, den Fans.
Und das finde ich auch extrem wichtig, denn aus dem Dialog, aus dem Miteinander, gerade aus jedem Austausch entstehen gute Ideen. Jeder sieht seinen Club, sieht 62 ein bisschen anders. Du nimmst von jedem was mit. Du kannst es natürlich nicht jedem irgendwo gerecht machen, aber es hilft das, was uns an Verantwortung in der Verwaltung übergeht, dann eben auch klarer zu spuren und in eine Richtung zu entwickeln. Wenn du da im kontinuierlichen Feedback-Prozess bist oder ständig im Austausch. Und wir sehen uns ja, wie gesagt, nicht nur als Dienstleister am Sport, sondern auch als Dienstleister am Umfeld, um hier gemeinschaftlich was zu bewegen. Jetzt haben wir ja durch verschiedene Umstände und glückliche Zufälle auch ab und zu mal das Vergnügen, dass wir gemeinsam am Spielfeldrand stehen. Ich denke, alle im Löwenumfeld lernen dich immer als sehr gefassten und sachlichen und sehr fairen Ansprechpartner kennen. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, Marc-Nicolai Pfeiffer kann auch aus der Haut fahren, kann große Emotionen am Spielfeldrand zeigen. Was ist jetzt eher so dein Naturell? Also musst du dich ein bisschen zurücknehmen hier den ganzen Tag quasi in der Arbeit, dass du sagst, das mache ich relativ sachlich, aber beim Fußball kann ich auch mal richtig aus der Haut fahren? Oder was bist du für ein Typ? Also ich glaube, das eine schließt das andere jetzt nicht zwingend aus und hängt auch immer ein bisschen vom Spielfeld ab. Der Fußball lebt ja auch ein Stück weit von den Emotionen. Das ist ja das, was uns alle auszeichnet, dass wir hier über irgendwie Menschen und Emotionen, glaube ich, irgendwie uns vereinen und zusammenkommen. Und da darf man, glaube ich, auch mal am Spielfeldrand als Löwe, da darf man auch seinen emotionenfreien Lauf lassen oder vielmehr auch alles in seine Macht Stehende dazu einbringen, dass du vielleicht auch das Spiel dann auf deine Seite ziehst. Nochmal eine gute Energie reinbringst, zumindest das fürs eigene Gefühl zu tun und andersrum dann eben auch in strategischen Arbeiten dann eben eher besonnen zu sein, Argumente zu sammeln und dazu guten und durchdachten Entscheidungen zu kommen und dann eben auch sowohl Kopf als auch den Bauch damit mitzunehmen. Insoweit, klar, in beiden Spielfeldern Ehrgeiz, das kann, glaube ich, auch das Team bestätigen, dass ich da auch viele Dinge einfordere von mir selber, aber auch vom Team. Und wenn man dann am Spieltag, für den man ja auch dann irgendwo hier Gas gibt und dann lebt, dann auch ein bisschen sich dann auch emotional zeigt, ist das, glaube ich, absolut angemessen und gut. Ja, und glaube ich auch ganz gern gesehen, weil wir arbeiten ja doch in einem emotionalen Umfeld, wie du es gerade richtig gesagt hast. Und da dann auf große Siege oder Last-Minute-Siege oder auch bittere Niederlagen unemotional zu reagieren, ist vielleicht auch dann hier gar nicht so optimal. Deswegen, wenn wir hier alle mit Herzblut mitfiebern, wie wir es ja alle tun, dann glaube ich, freuen sich die Fans schon, wenn man sieht, dass hier alle an einem Strang ziehen. Wir wollen dann gleich noch auch ein bisschen so drüber reden, was Marc-Nicolai Pfeiffer gerne in seiner Freizeit so treibt. Aber um das Thema Sport jetzt vielleicht hier noch so ein bisschen auch abzuschließen. Jetzt nach 3 Jahren hattest du ja jetzt Anfang Juli dreijähriges Dienstjubiläum hier. Wie würdest du so die erste Bilanz ziehen, dass du sagst, so in den 3 Jahren, was ist mir besonders gut gelungen? Ja, wir haben halt noch nichts erreicht oder nichts Großes Zählbares dorthin gehend erreicht, dass wir alle irgendwo uns wünschen, dass wir auch sportlich da aus der Liga irgendwann mal wieder rauskommen. Ich glaube, wir haben halt hart am Nährboden gearbeitet, weil die Gesamtfinanzierung natürlich schon auch immer die Ausgangslage ist. Da konnten wir über verschiedene Maßnahmen sowohl die Erträge steigern als auch den Aufwand reduzieren. Das ist aber immer ein Teamplay und eine Teamarbeit und ein Teamerfolg. Und nichtsdestotrotz sind es vielleicht kleine Themen, die ihren Teil dazu beitragen sollen, um den großen Erfolg dann gemeinschaftlich dann auch zu erzielen. Deswegen würde ich jetzt ungern resümieren und eher darauf fleißig arbeiten oder dorthin gehen, fleißig hinarbeiten wollen, dass wir in der Zukunft noch was zusammen erreichen können. Größter Glücksmoment bis jetzt? Ja, der kommt noch, der steht noch bevor. Das hoffen wir alle. Gibt es irgendwas, wo du rückblickend sagst, Mensch, jetzt so im Nachhinein, das hätte ich vielleicht irgendwie anders lösen können oder in der und der Situation würde ich es gerne nochmal beweisen, dass ich es anders machen kann oder irgendwie so? Gibt es irgendwas? Ja, sicherlich. Also da ist, glaube ich, keiner von Fehlern irgendwie frei oder Nachgang ist es auch, oder es ist immer einfacher zurückzublicken und zu sagen, hey, mit dem heutigen Wissen oder mit dem, was die Entscheidung ausgelöst hat, hat man dann vielleicht nochmal Dinge anders getan. Das hilft, glaube ich, eher um nach vorne gerichtet, noch bessere Entscheidungen zu treffen. Und das ist auch das Ziel, da gar nicht irgendwo groß in der Vergangenheit zu schwelgen, sondern aus den Erfahrungen, aus dem Gelernten
noch besser für 60 hier Entscheidungen treffen zu können und was zu bewegen. Und klar, wer viele Entscheidungen trifft, und das ist dann halt auch in der Verantwortung der Fall, der versucht natürlich dann immer so viele Informationen wie möglich sich einzuholen, um eine gute Entscheidung zu treffen. Und Stichwort Informationen einholen plus die Erfahrung, die man aus der Vergangenheit trifft, ich glaube, das macht dann den Schatz an Möglichkeiten für gute künftige Entscheidungen noch besser. Also ich glaube, man kann sich es ganz gut vorstellen, ein sehr fordernder Job, Fulltime-Job letztendlich auch hier. Also 24/7 wird man hier, glaube ich, gefordert. Deswegen Respekt für diese Wahnsinnsleistung. Also ich staune wirklich, was sich hier alles bewegt und alles verändert hat. Und man sieht es ja auch immer. Wir haben ja wirklich in schöner Regelmäßigkeit tolle Pressemitteilungen, tolle Mitteilungen von unseren Partnern. Wir im Stadion in der Halbzeitpause lue ich schon immer ein bisschen, wer wieder fotografiert wird. Und freue mich dann, wenn zeitnah eine Pressemitteilung rausgeht. Also ich glaube, es bewegt sich sehr, sehr viel hier bei Münchner Löwen. Und ist natürlich zum großen Teil auch dein Verdienst. Ja, vielleicht aber mal ganz kurz zwei Themen, die ich kommentieren will, weil du nicht despektierlich von dem Job gesprochen hast. Ich glaube, das ist ein Privileg, das einhergeht für uns, die hier für die Löwen arbeiten dürfen. Ich zähle auch weder die Stunden noch bezeichne ich es als Job, sondern für mich ist es einfach eine schöne Aufgabe. Es ist eine tolle Verantwortung und ich möchte da auch für die Kollegen sprechen, die auch alles dafür einbringen hier. Ja, dass wir erfolgreich sind, dass uns die übertragene Verantwortung dann eben auch nicht nur bewusst ist, sondern dass wir mit der auch gut umgehen können. Und das ist ein Privileg und deswegen, es macht viel Spaß. Klar gibt es auch Themen, die anspruchsvoll sind. Und nichtsdestotrotz überwiegt das Positive und dafür bin ich auch sehr dankbar. Das Zweite, was ich noch kommentieren wollte, klar versuchen wir als Wertschätzungsmaßnahme für die Partner und Sponsoren, die sich hier mit auf den Weg begeben und auch zum Gesamtgelingen beitragen, versuchen wir eine kommunikative Maßnahme zu machen. Und nichtsdestotrotz wollen wir auch die anderen Bereiche, die anderen Abteilungen, all das, was sich dann auch hier in der Infrastruktur bewegt, im Ticketing, in der Kommunikation, im Marketing, da tut sich in den ganzen anderen Abteilungen, im Personal sehr, sehr viel. Das wirkt dann vielleicht nicht so im Außen, aber im Innen wissen wir das mindestens genauso wertzuschätzen, weil genauso wie auf dem Platz, du siehst vielleicht häufiger den Stürmer oder den Goalie in den beiden Situationen, aber du brauchst alle 11, um erfolgreich zu sein und dementsprechend glaube ich, dass du die gesamte Gruppe hier brauchst, um erfolgreiche 60 oder noch erfolgreiche 60 in der Zukunft zu haben. Und deswegen sind, glaube ich, die Momente, die im Außen wirken, gar nicht so entscheidend, sondern vielmehr das, was wir im Innen bewegen. Trotzdem musst auch du wahrscheinlich irgendwann mal den Kopf freikriegen, vielleicht auch mal schnell aus München raus, um mal irgendwie 2-3 Tage oder wenigstens ein paar Stunden abzuschalten. Was machst du, Marc, um einfach mal kurz wegzukommen vom Fußball? Ja, es gibt eigentlich zwei Anker. Das eine ist so eine Routine, die ich meistens morgens pflege. Versuche ein bisschen früh aufzustehen und auch ein Sportprogramm, ein regelmäßiges Sportprogramm, einfach dann, um im Gleichklang zu sein, zu bewerkstelligen. Tut dann ganz gut, bringt körperliche Fitness und wie gesagt, auch einen klaren Kopf. Der zweite Anker ist sicherlich die Familie, wie ich es auch eingangs hatte. Ich habe da einen guten Bezug und wenn wir da mal auswärts spielen, und wir mit dem Auto anreisen, dann bietet es sich an, dass du freitagabends dann in die Heimat fährst, Familie, Freunde besuchst und dann am nächsten Tag weiterreist. Und so schaffe ich es dann eigentlich auch, das Thema mit Familie und Freunde gut auszusteuern, gut zu balancieren und da dann auch die Momente zu haben, wo du mal irgendwo andere geistige Nahrung bekommst und auch die Dinge dann eben auch pflegst. Ja, sehr schön, Marc, aber einmal muss ich doch noch ein bisschen nachbohren. Jetzt bist du dann eher so ein Reisentyp oder willst du dir andere Länder anschauen oder sagst du, nee, wenn ich frei habe, dann schaue ich mir mal gerne ein anderes Fußballspiel an oder so. Also ein bisschen bohren muss ich schon noch. Was ist er denn privat für ein Typ, der Marc Nicolai Pfeiffer? Ja, also ich glaube, der Beruf, über den wir uns unterhalten haben, der bringt nicht so viel Möglichkeit für Freizeit. Deswegen zähle ich da weder die Stunden, noch schaue ich hin und sage, das ist jetzt privat oder das ist jetzt ein berufliches Fußballspiel, sondern klar versucht man seine Werte wie Gesundheit, wie Sport, wie die Familie irgendwo unterzubekommen, aber ein großer Fokus ist auf dem Fußball.
klar, ist auf den Löwen. Und wenn man dann unterwegs ist, versucht man auch klar mal andere Spiele zu sehen, dort Eindrücke mitzunehmen. Was machen andere Vereine besser? Woraus kann man noch lernen? Und ein Großteil der Zeit dreht sich definitiv um den Fußball. Und wenn du dann mal auf dem Heimtrainer sitzt und dann ein bisschen was für die Gesundheit tust, dann schaust du doch wieder ein Fußballspiel im Stream mit an oder so. Deswegen, zentraler Punkt oder zentrales Element ist der Fußball und mache ich gern, lebe ich gern und von daher aus, du darfst über alles nachbohren, es ist kein Punkt, aber da kommt in den meisten Fällen Fußball. Okay, war ja jetzt auch im vergangenen Transfersommer dann eigentlich noch mehr Belastung für dich, jetzt Stichwort Fußball. Nach dem Abschied vom Günther bist du jetzt hier in der Alleinverantwortung. Wir haben von unserem Trainer Maurizio Jacobacci vor ein paar Tagen in der Presse schon gelesen, dass er die Teamarbeit äußerst gelobt hat. Es war zu lesen, ihr wart ein Dreigestirn, habe ich das richtig verstanden? Also Maurizio, klar, und Jürgen Jung und du. Und du warst anscheinend auch laut Mauri in viele Gespräche involviert, hast mit vielen Spielern Kontakt gehabt. War das jetzt dann neu für dich oder war das früher auch schon immer so Teil der Verhandlungen, dass du da mit dabei warst? Ja, also zunächst möchte ich mich da auch nochmal beim Günther bedanken, weil wir in den 3 Jahren wirklich eine sehr kollegiale, aufrichtige und sehr vertrauensvolle, sehr positive Zusammenarbeit hatten. Also auch da hat das Teamplay an der Stelle sehr, sehr gut funktioniert, was nicht immer in allen Vereinen der Fall ist, wenn du dann in der Struktur Finanzen und Sport darstellst. Insoweit einfach nochmal Kompliment und ein großes Dankeschön, dass wir uns da wirklich sehr vertrauensvoll Schulter an Schulter durch die 3 Jahre zusammen begeben haben. Das Thema Team und Zusammenarbeit möchte ich auch nochmal aufgreifen, weil ich glaube, nachdem der Ausstieg vom Günther auch recht kurzfristig ja und dann auch schon inmitten der Transferperiode kam, haben wir dann gar nicht groß nachgedacht im Sinne von wie und was und wo denn noch, sondern haben dann wirklich im Kollektiv uns da zusammengerauft. Jeder versucht seine Kompetenzen dann in den Gesamtprozess mit einzubringen. Da hat natürlich der Mauri eine tragende, entscheidende Rolle gehabt. Genauso wie der Jürgen, obgleich ich auch den Manfred Paula nicht unerwähnen will an der Stelle hier, der uns da gut unterstützt hat. Auch ein Fatih, der natürlich dann in der operativen Abwicklung Richtung Medchecks, dem guten Ankommen der Spieler hier eine überragende Rolle eingenommen hat. Ob das dann auch teilweise aus dem Trainerteam Hinweise sind, die dann der Trainer nochmal bekommt im Entscheidungsprozess oder auch ein Rainer, der die Kommunikation verantwortet und uns seinen Teil dazu beigetragen hat, dass wir, glaube ich, von Anbahnung bis Transfer bis zur Bekanntgabe, glaube ich, dieses Jahr recht wenig dann auch in der Öffentlichkeit schon im Vorweg hatten an Diskussionen und an Spekulationen. Und deswegen, je besser du im Kollektiv arbeitest, desto erfolgreicher bist du. Und klar, was jetzt die Mannschaft erreichen wird, das werden wir noch sehen. Aber ich glaube, die Themen, die wir uns mit einem geringeren Etat jetzt vorgenommen haben, die konnten wir schon weitestgehend im Team da ganz gut zusammenfügen. Und ja, weil du mich auch nochmal gefragt hast, ob das jetzt eine neue Verantwortung ist, Verhandlungen zu überführen oder mit Menschen zu sprechen, Menschen auf den Weg mitzunehmen. Zum einen gab es eine Phase bei den Kickers, wo ich das dann auch mit dem damaligen Trainer dort zu verantworten habe. Andersrum gibt es ja hier auch andere Verhandlungsspielfelder, wo das Thema eigentlich ein gleiches ist. Du hast eine Vision, du hast ein Ziel, nimmst Menschen mit, begeisterst für ein gemeinschaftliches Vorhaben und versuchst dann für die Löwen irgendwo im Sinne des Geben und des Nehmens gute oder die bestmöglichen Konditionen dann auch hinzubekommen. Und ja, wie gesagt, ich glaube, am Ende hat da jeder in seinem Verantwortungsbereich das getan, was er am besten kann und sich da halt für den Gesamterfolg eingebracht. Also wir hatten ja viele Neuzugänge heuer, deswegen denke ich nicht, dass es da so eine Musterformel gibt, aber nimm uns trotzdem mal jetzt beispielhaft bei so einem Transfer mit, wie funktioniert es? Mauri und Stefan Reisinger und Jürgen Jung scouten jemanden und haben eine Idee oder haben den gesehen und kommen dann zu dir und sagen, ist der finanzierbar? Können wir mit dem Kontakt aufnehmen oder kommen auf dich Spielerberater zu? Wie ist das so das Daily Business, sage ich jetzt einfach mal, um das für unsere Zuhörer auch mal so ein bisschen darzustellen. Ich finde es sehr interessantes Thema. Ja, also ich glaube, da gleicht kein Transfer jetzt dem anderen. In der Hauptsächlichkeit ist es so, dass die Berater meistens wissen, dass der Erstkontakt der Jürgen Jung ist.
Wobei mal kriegt der Trainer eine Empfehlung, mal kommt eine Empfehlung an anderer Stelle rein, mal bei einem Gremiummitglied, mal bei mir. Das gehen wir dann immer zum Jürgen in die Prüfung rein. Eine Ebene tiefer hast du natürlich deinen Bestandsgrad und weißt, wo du noch Vakanzen hast und auch welche Profilierungen du für die offene Position idealtypisch entsprechend besetzen willst. Das ist dann eine Thematik, die im Vorweg der Jürgen, der Trainer, aber auch schon davor der Günther mit geebnet hatten. Und klar, dann bist du erstmal in der sportlichen Bewertung. Sobald du weißt, dass eben auch der Sport sich mit einem Spieler intensiver beschäftigt, gehst du dann auch parallel schon das Thema der wirtschaftlichen Machbarkeit mit an. Und ja, wie gesagt, da gibt es auch Situationen, wo dann auch der Sport sagt, am Ende wollen wir es nicht machen, weil uns die letzte Überzeugung fehlt oder weil wir glauben, dass ein anderer Spieler, den du parallel prüfst, um dann auch in den Verhandlungen bestmöglich aufgestellt zu sein, vielleicht auch einen Tick weiter vorne ist in der Treffergenauigkeit, was das Profil betrifft. Mal kommst du nicht zusammen, weil der abgebende Verein da nicht mitgeht. Mal hast du auch einen Zeitverzug, dass du anfänglich der Gespräch eine andere Gesprächssituation vorfindest, weil der Spieler dann vielleicht nochmals sich verändert, der Trainer noch 3-4 Mal mit ihm gesprochen hat oder ein anderer Spieler sich verletzt und er dann eine Chance wittert. Ist halt ein sehr dynamischer Prozess, wo es halt auch wichtig ist, dass du dich täglich austauscht mit den beiden oder mit dem Entscheiderteam, wo du eine gewisse Flexibilität hast, aber trotzdem auch klar dein Ziel und deinen Plan vor Augen hast. Und ja, wie gesagt, da hatte jeder seine Aufgabe, seine Verantwortung. Der Jürgen hat halt in der Hauptsächlichkeit die sportliche Bewertung mit dem Trainer gemacht. Der Trainer hat den Spieler mit auf der persönlichen Ebene mitgenommen. Und ich hatte dann auch, wie gesagt, in der einen oder anderen Situation mit dem Spieler versucht, das Ganze nochmal in eine gute Emotion zu bringen. Aber vor allem mit dem Berater oder dem abgebenden Verein dann auch das Ganze hinzurichten. Und von daraus war ein intensiver Sommer für uns alle. Und schauen wir mal, wie gesagt, wo uns unsere Mannschaft, auf die wir stolz sind, dann noch hinbringt. Ja, das hoffen wir natürlich alle. Und der Start war sehr verheißungsvoll. Die Euphorie ist wieder voll da. Fand ich, hat man am ersten Spieltag gemerkt. Und deswegen freuen wir uns natürlich auf alles, was kommt jetzt. Da vor mir liegt schon eine längere Zeit ein Foto, wo ich schon immer mit einem Auge drauf schiel. Willst du dazu vielleicht noch schnell ein, zwei Sachen sagen? Wer ist denn da drauf? Ja gut, ich glaube, die Idee, auch ein Stück weit verbunden mit dem Podcast, ist, dass wir hinten sowas wie eine Galerie etablieren, wo jeder Gast irgendwie was Persönliches mitbringt. Genau. Sehen wir schon die Handschuhe von Marco und genau. Rainer, Alina und Team hat mich eben auch gebeten, was Persönliches von mir mitzubringen. Und auf meinem Schreibtisch steht ein Familienfotokalender, den einer der Brüder immer in liebevoller Kleinarbeit, dann auch immer mit netten Sprüchen und Situationen aus den letzten 12 Monaten designt und mitbringt. Und ich habe einfach einen Abriss aus dem Familienkalender mitgebracht, wo die Pfeiffer-Brüder vereint sind und auf einem Bild ich mit meinem Bruder zusammen Sport mache, im Löwen-Trainingstop. Und das werde ich dann auch an die Wand mit einbringen. Und, wie viele Pfeiffer-Brüder sieht man da? Das müssen wir vielleicht noch sagen. Alle 5 Jungs sind mit. Alle 5 Jungs. Gibt es eine Schwester auch oder seid ihr 5? Gibt nur 5 Jungs, in Anführungszeichen nur 5 Jungs. Ich glaube, die Eltern haben es dann nach dem 5. aufgegeben mit dem Mädchen. Klar. Aber die Mama kann, glaube ich, auch so stolz sein, ohne dass es am Ende zu einem Mädchen gekommen ist mit ihren 5 Jungs. Sehr schön, ja. Tolle Erinnerung. Werden wir dann hier an unserer Wand verewigen und freuen uns natürlich auf die nächsten Gäste, die dann vielleicht auch immer irgendein persönliches Teil aus der Familie, aus dem 60-Umfeld dabei haben. Und da freuen wir uns, wenn die Wand dann hier langsam wächst. Dein größter Wunsch für die nächsten 12 Monate hier mit dem Turn- und Sportverein abschließend, Marc? Ja, dass wir alle in eine gemeinschaftliche Richtung denken und arbeiten, dass wir uns vertrauen, dass wir füreinander da sind. Dass wir für ein gemeinschaftliches 60 antreten und jeder im Bereich seiner Verantwortlichkeit sein Bestes gibt. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir, glaube ich, schon vieles erreicht. Sehr schöne Schlussworte. Ich glaube, wir konnten dich ein bisschen besser kennenlernen. Man sieht dich zwar auf Trainingsgelände, Stadion und ich sehe ja, dass viele Leute dich immer ansprechen, aber ich denke, es geht ganz oft um sportliche Themen, um aktuelle Themen, vielleicht auch um vereinspolitische Themen. Aber wir wollen im Löwen-Podcast eben auch immer ein bisschen die Menschen kennenlernen, die hier sitzen, ihre Geschichte, ihren Bezug zu 60 München. Und ich glaube, das konnte man heute für viele Zuschauer und Zuhörer doch ganz gut rüberbringen. Konnte man unseren Geschäftsführer mal ein bisschen kennenlernen und auch so wie er privat so tickt. Und das finde ich sehr interessant immer.
In diesem Sinne freuen wir uns auf die nächste Ausstrahlung, freuen uns auf die nächsten Gäste hier. Wie gesagt, es ist hier auf dem Moderatorenstuhl ein Dreigestirn, die charmante Claudia Pichler, altbewährt Jan Mauersberger und meine Wenigkeit Sebastian Schech. Wir freuen uns immer hier auf tolle Gäste aus dem Löwenumfeld. Hoffen, das Format macht Spaß. Ganz zum Schluss haben wir so ein kleines Gimmick überlegt. Wir wollen immer 5 ganz schnelle Fragen und Antworten von unseren Gästen und damit sind wir dann auch schon durch. Und Marc, da würde ich dir jetzt einfach sagen, weiß oder blau? Weiß. Weißwürste oder Spätzle? Spätzle. Berge oder Meer? Meer. Schlauchboot oder Stand-Up-Paddle? Stand-Up-Paddle. Italien oder Island? Italien. Alles klar. Vielen Dank, Marc-Nicolai Pfeiffer. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schaut beim nächsten Mal wieder rein. Weiß und Blau, der offizielle Löwen-Podcast. Bis zum nächsten Mal. Macht's es gut. Ciao, servus. Zusammen. Servus.